Wir haben ein Video vor, warme Füße selbst erarbeiten oder durch die TCM selber zu aktivieren. Ganz einfach. Jeder hat einen Geschirrkasten. Ich mache das gerne mit einem Meridianstab. Demnächst kann man den vielleicht bei uns auch bekommen. Aber solange wir das nicht haben, gehen wir auf diese drei Elemente. Kameramann, geh mal da bitte drauf. Es geht um den Metall, Löffelstiel. Da kann man den großen nehmen. Die Größe ist unwichtig. Oder das hier nehmen. Ich nehme dann jetzt mal gleich den größeren, weil man dann, wenn man das selber bei sich macht, viel besser auf diese Meridiane kommt, die ich jetzt zeige. Und das ist jetzt auch mal für unsere älteren Herrschaften, aber auch für die Jungen. Man hat damit viel mehr Kraft, wenn man damit zieht. Man kann ja richtig was anfassen. Und das zeige ich euch mal. Es geht jetzt darum, dass man warme Füße bekommt, dass man die Beine, die Arterien, die Venen anregt, dass die besser durchblutet werden. Und ich zeige das mal mit einem Meridianstab, dann sehen wir jetzt gleich erstmal die Meridiane, wie die reagieren. Ich zeige das mal, wie das jetzt läuft. Ich habe die vorgezeichnet und das würde euch unglaublich viel bringen. Und das ist nicht nur für warme Füße, ist einfach so super. Die Beine werden schlanker, die Beine kann man dann vielleicht ein bisschen mal höher legen und das durchblutet ungemein. Also ich zeige es euch. Komm mal mit, Kameramann. Also wir haben hier den Nierenmeridian. Du gehst mal schön außen rum, ganz klar. Den Nierenmeridian habe ich jetzt eingezeichnet. Ich lege mal jetzt den Meridianstab dahin und zeige mal den Löffel. Also, ganz kurz. Der Nierenmeridian, der beginnt hier. Der hat auch eine reflektorische Wirkung am Vordermittelfuß. Geht dann hier so rüber, macht hier so eine kleine Raute, so. Geht hier unter dem Malleolus wieder hier unten runter her, den Innenknöchel. Hier unten runter sind wichtige Punkte. Dann hier ist wieder ein Meisterpunkt und da geht es wieder rüber. Und diesen Nierenmeridian, den ziehen wir jetzt mehrmals. Ja, ich ziehe das jetzt einmal mit dem Meridianstab. So, dann merkt man, wie reflektorisch das arbeitet. So, so, so und so. Ich hoffe, das kann man genau sehen. Gehen wir nochmal rüber. Jetzt zeichne ich das nochmal von hier, dass meine Finger nicht so im Weg sind. So. Gehen wir so runter. So, so, so und so. Macht man jetzt mehrfach. Zack, zack, zack. So her, dahin. Das wäre jetzt der richtige Meridian. Aber man kann jetzt auch einfach mit den Händen das machen oder mit dem Löffelstiel, so wie jetzt, dass man einfach nur so zieht, so, mehrmals, von hier, von dem Fuß aus so rüber zieht, immer hier hoch, ohne Schnörkel. So, das mit den Schnörkeln, das ist dann welche, die sich damit mehr beschäftigen wollen, aber der Nierenmeridian, der verläuft so hoch, zack, guck nochmal hier drauf, auch nochmal ganz einfach, so hier hoch, zack, zack. Und jetzt gehen wir nach der Niere. Ziehen wir jetzt mal die Blase. In der Reihenfolge wäre erst die Blase und dann die Niere. Ja? Aber das wird schon so klappen. Komm mal bitte rum, Kameramann. Kameramann Ernst. So, Füße so. Also, der Blasenmeridian, der wird dann so gezogen. So runter, so hierher, bis dahin. Der ist ziemlich einfach zu ziehen. Wir ziehen jetzt einfach so von hier aus, hier so rüber. Und das zeige ich jetzt mal wieder mit dem Löffel. Also, man zieht den einfachen Löffel, hat jeder, kann jeder an sich so runterziehen. Das wird so von außen, so bis zum kleinen Zeh gezogen. Der kleine Zeh hat noch einen Endpunkt, den erwähne ich immer noch mal so ein bisschen. Da geht man da so drauf, da so und zirkelt noch mal so. So, also wir ziehen den so rüber, unter dem Malleolusknochen da so her, so geht der Blasenmeridian. Zieht man mehrmals, 4, 5, 6 Mal, richtig kräftig. Man empfindet auch so eine Art Reflex. Und jetzt gehe ich nochmal von da aus, hier, Nierenmeridian, ziehen wir dann einfach so rüber, mehrfach, so. Und das zieht man 4, 5, 6 Mal, die rechte Seite, die linke Seite. Kann man einmal machen, kann man auch zweimal machen. Also wenn ihr das macht, ihr werdet richtig eine Erwärmung spüren und ihr werdet richtig merken, wie die Blase und die Niere
wirken. Das ist auch so, das tut einem auch so gut. Man setzt ja auch Botenstoffe frei über diese Reize. Botenstoffe kann auch ein Glückshormon sein, Serotonin. Man sagt ja auch in der Regel, nochmal zum Schluss, denen ist was auf die Nieren geschlagen. Also die Psyche und die Organe, die haben auch was gemeinsam. Beim nächsten Video erzähle ich da mehr drüber. Also wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, bewertet uns, folgt uns und tschüss, bis zum nächsten Mal.